Sag doch hier, dieser von Lenkrad.de immer hier. So. Herzlich willkommen bei der Firma Autowelt Frei zu einem neuen YouTube-Video. Mein Name ist Patrick Frei und heute mal wieder ein Battle zwischen dem kleinen Bruder, einem V6 Dodge Challenger und einem 5,7 Hemi Dodge Challenger. Der kleine Bruder hat einen SRT-Umbau, wozu wir gleich näher eingehen werden. Und der größere hat eigentlich den beliebtesten Motor drin, den 5,7er. Auch dazu gleich Näheres. Kleine V6 kam vor circa 2 Jahren durch die Profis von Quakenbrücke Automobile mit einem Frontschaden von den USA nach Norddeutschland. Dort wurde er sach- und fachgerecht mit einem Dekra-Siegel repariert. Im Zuge dieser Reparatur wurde gleich umgebaut auf eine originale SRT-Motorhaube. Innen drin findet ihr gleich auch nähere Stickereien von SRT, die Frontschussstange vom SRT. Somit sieht der kleine ganz, ganz groß aus. Die Firma Quakenbrücke Automobile hat das Auto sach- und fachgerecht mit einem Dekra-Siegel repariert. In dieser Reparatur wurde gleich die Stoßstange vom SRT dran gebaut, die Motorhaube vom SRT dran gebaut. Und was die Original aber schon haben, jedes Facelift-Modell, wie ihr vom BMW kennt, die Angel-Eyes-Ringe. Sieht von vorne sehr bullig aus, sehr aggressiv aus, wenn so einer von hinten ankommt. Klar hat er nur den kleinen V6 drin, der aber in Deutschland immer wieder beliebter wird, weil er einfach im Unterhalt viel, viel günstiger ist. Ich zeige euch das Aggregat mal. Der Motor hat nämlich einen riesen Vorteil, ist ein 3,6 Liter V6, Euro 6 Norm, im Gegensatz zu dem 5,7 Hemi, der ist nun Euro 5 Norm. Auto ist von 2019 und man kann ihn so im Durchschnitt unter 10 Liter fahren. Und so ein Muscle Car unter 10 Liter, klar hat er nicht 400 PS oder 500 PS, aber man kann mit 309 PS daher cruisen und hat einen Durchschnittsverbrauch wie bei einem normalen Golf, Opel Astra und alles. Und hat aber diese wuchtige Optik, finde ich richtig klasse. So, machen wir im Heck weiter. Dort ist er unfallfrei. Ami-typisch ist dieser Tankdeckel. Richtig geiles Geräusch, ne? Wir gehen weiter mit dem originalen Spoiler. Facelift-Rückleuchten mit LED. Einer schönen Rückfahrkamera, damit man den großen Boliden, auch den großen Popo, unfallfrei irgendwo einparken kann. Die zwei Endrohre links und rechts machen einen vernünftigen Sound. Nicht zu brutal, kann man natürlich nicht mit einem V8 vergleichen. Aber hört sich, finde ich, 1000-mal besser an, wie alles Getunte von Opel oder VW. Ja, so hat so ein tolles Erscheinungsbild dieses Autos. Und da wir immer noch einen Vergleich machen mit unseren Leichen, kriegen wir hier bestimmt auch 3 Stück übereinander gestapelt. Vielleicht kriegen wir auch noch eine da unten rein. Spaß. Somit ist das Auto voll alltagstauglich. Und wer es noch günstiger haben möchte, gibt es mittlerweile ja von Prinz und wie sie alle heißen, eine Gasanlage dafür. Somit könnt ihr so ein Auto noch günstiger fahren. So, an der Seite ein tolles Teufelsymbol, was typisch ist. Und der SRT-Schriftzug. Hat der Vorbesitzer in schwarz-matt auf schwarz-metallic gemacht. Sieht sehr edel aus. Machen wir die Tür auf. Haben wir eine riesen Ami-Tür, halt aus Plastik, wie man es kennt. Schön aber mit Alcantara überzogen, Leder bezogen. Und die Sitze sind für mich eigentlich das Highlight. Vorbesitzer hat die komplett umsticken lassen, SRT-Logo reingemacht, auch mit dem Teufel. Was hat ein Teufel so? Ein Dämon, ja. Ein Dämon? Alter. Da haben wir was. Lenkrad wurde auch vom SRT eingebaut. Alle Funktionen funktionieren auch am Multifunktionslenkrad. Bei jedem Facelift ist dieser Wahlhebel. Der alte Dodge Challenger hat ja noch diesen herkömmlichen Schaltknauf. Das sieht alles ein bisschen moderner aus. Tacho finde ich richtig cool. Himmel in Schwarz. Tolles Auto. Ich zeige euch mal kurz die Rücksitzbank. Da saß, glaube ich, noch gar keiner. Das sieht alles noch richtig neu aus. Auch das wurde beledert neu. Neues Alcantara drauf. Das sieht doch klasse aus.
Somit schnürt das ein Gesamtpaket von einem Auto von 2019 mit jetzt 53.000 Kilometer, mit TÜV neu, mit Intake-Garantie für unter 30.000 Euro. Wir machen einen Instagram- und YouTube-Preis von 28.500. Top. Kommen wir vom kleinen Bruder V6 zum größeren Bruder, dem 5,7 Hemi-Motor mit knapp 400 PS, wenn man es genau nimmt, 377 PS, 5,7 Liter Hubraum, etwas kleiner wie der 6,4 SRT, aber bei euch, bei der Community, der beliebteste Dodge Challenger Motor. Und zwar deswegen, weil es A ein V8 ist, man hat A den V8 Sound und man kann diesen Motor problemlos auf Gas umbauen. Somit gibt es viele Dodge Challenger, die schon in Amerika mit Gasanlage rumfuhren, aber auch hier in Deutschland schon mit Gasanlage auch im Internet angeboten werden. Somit kann man so ein Auto für Preis-Leistung sehr, sehr günstig fahren, hat einen dicken, fetten V8 drin, hat den Sound drin. Das ist noch immer kein Rennauto, aber man hat mit knapp 400 PS einen richtig coolen Cruiser. Die Motorhaube etwas anders wie beim SRT, zwei kleine Luftkanäle, nur links und rechts, keine in der Mitte. Schönen eingetragenen K&N Sportluftfilter, damit dieser 5,7 Hemi-Motor richtig gut Luft bekommt. Und das Coolste ist, in Verbindung mit der EG-Typ genormten Klappenauspuffanlage, streetlegal. Und zum Soundcheck kommen wir später, hört sich richtig, richtig schön an, so wie es sich so ein Auto auch anzuhören hat. Kommen wir zur Heckpartie, die ist ähnlich wie beim schwarzen oder eigentlich ziemlich gleich, außer dass der Deckel jetzt aus Chrom ist, das Geräusch ist aber der gleiche. Auch ein Spoiler drauf, auch eine Rückfahrkamera, gleich großer Kofferraum, auch die LED-Facelift-Rückleuchten. So, und was man jetzt aber nicht erwartet, die Endrohre sehen fast gleich aus, befindet sich unter dem Auto. Schöne Grüße an die Firma NAP, die da eine Klappenauspuffanlage drunter gemacht haben, damit sich das Auto auch so anhört, wie sich so ein 5,7 Hemi-Motor anzuhören hat. Seht ihr gleich im Soundcheck. Der 5,7 Hemi hat hinten eine Einparkhilfe und noch die Kamera. Somit sollte beim Rückwärtsfahren gar nichts passieren. Wenn man überlegt, wir reden hier halt von Autos von 2017, 2019, Facelift-Modell, Dodge Challenger, und hat eigentlich, wenn man diese Riesentür aufmacht, Nur Plastik. Es geht innen drin weiter, es ist Plastik in Plastik. Das ist halt für so teure Autos irgendwie ein bisschen traurig. Man hat ein Alpine Soundsystem drin, was wirklich gut ist. Und halt, man erkennt, die Autos kommen aus Amerika. Man darf eine Trinkflasche darf man reinstellen, aber einen heißen Kaffeebecher natürlich nicht. Sonst wird man verklagt mal wieder. Ja, aber es geht halt hier weiter. Es ist leider alles Plastik. Wer auf Amis steht, der weiß das wahrscheinlich auch zu schätzen, weil er es liebt. Andersrum muss man auch sagen, es geht halt auch nichts kaputt. Ich habe mit Auto Holländer, die verkaufen die Dinger ja reihenweise, die Dinger haben keine Probleme. So, das ist halt normale Wertarbeit, auch wenn man den Lichtschalter anguckt, da kann halt auch nichts kaputt gehen, das ist halt alles alt. Was sie schön gemacht haben, ist das Display in der Mitte. Wenn man zündet, geht das so. Das sieht toll aus. Das Auto hat auch knappe 53.000 gelaufen. Was mir wichtig ist, Carfax, Dekra-Berichte, natürlich alles dabei. Wenn ihr mich anschreibt, kriegt ihr die Bilder, wie die Autos in Amerika ausgesehen haben. Wie gesagt, der schwarze Frontunfall komplett. Der Link hier war nur vorne links der Kotflügel kaputt. Könnt ihr euch dann angucken. War nichts Wildes. Knopf für die Klappenauspuffanlage von NAP. Und was ihr halt in Deutschland haben müsst, ist hier der Schalter für die Nebelschlussleuchte. In Amerika brauchen die keine Nebelschlussleuchte, ist ein Must-Have. Bei der TÜV-Vollabnahme muss man nachrüsten. Und somit ist dieses Auto jetzt zu 100% streetlegal und hat auch schon deutsche Papiere. Eins ist mir noch ganz, ganz wichtig, weil mir das am Herzen liegt. So, jahrelang musste ich dafür kämpfen, für US-Autos eine extra rote Nummer zu bekommen. Vielen, vielen Dank an das Straßenverkehrsamt Norton, an die Jasmin, dass sie das möglich gemacht hat. Und wir nun eine zweite rote Nummer haben mit einem kleinen Kennzeichen extra für US-Autos. Vielen Dank, Daumen hoch. Ein Thema möchte ich gerne noch kurz ansprechen, ist das Thema Wartung und Verschleiß. Damit ihr mal einen Preis wisst, wie teuer sowas ist. Viele haben immer Angst, dass so ein V8 oder auch ein V6 unnormal teuer ist in einer A-Versicherung.
und B halt in Wartungen. So Versicherungssteuern, kann ich euch erzählen, kosten die beiden Geschosse genauso viel wie jedes deutsche Auto, wenn man halt einmal einen 3,6 Liter V6 hätte, Euro 6 Norm aber, oder einen 5,7 Liter V8 mit Euro 5 Norm. So, das ist gleich wie bei jedem Autos auch, oder wie bei allen Autos. Dass der natürlich ein bisschen teurer ist in der Wartung, ist klar. Allein bei Zündkerzen braucht man halt zwei mehr, braucht ein bisschen mehr Öl. Was ich aber bei dem hier weiß ist, weil wir das baugleiche Auto noch hatten in Rot, da musste ich die Bremse vorne und hinten neu machen. Die hat im Einkauf nur nicht mal 300 Euro gekostet. So, da wären wir dann bei einem Kundenpreis von, ich sage jetzt einfach mal, wenn du Gewinn noch dazu rechnest, von 1000 Euro mit Bremse vorne und Bremse hinten. So, wenn ich dann vergleiche VW Passat, VW Golf, Opel Astra, bist du bei genau demselben Preis. So, und dann ist das Thema Wartung auch vom Öl her. Er kriegt ganz normales 5W40 Öl. Da kosten Ölwechsel 100 Euro, zahlt ihr bei jedem deutschen Auto auch. Also für Wartung und Verschleiß, finde ich, tut sich da nichts im Gegensatz zu anderen Fahrzeugen. Im Gegenteil finde ich zum Beispiel auch wie die Bremse noch sehr günstig. Was ein bisschen schwieriger ist, diese 5,7 haben eine etwas größere Bremsanlage und wir hatten auch mal ein 6,4 SRT. Dann wird es dann schwieriger mit der Bremsanlage vorne und die ist dann auch wohl teurer, bin ich ganz ehrlich. Ja. So, und jetzt lassen wir die Dinger knallen. Soundcheck von ihm, Soundcheck von ihm. Viel Spaß. Ja, Leute, wollen wir mal gucken, wie sich so ein V8 anhört. Und jetzt zeigen wir euch, was 5,7 Liter können in Verbindung mit einer NAP-Klappenauspuffanlage. Mach erst zu, ne? Ja, klar. Vielen Dank, dass ich euch den Sonntagabend mal wieder verschönern durfte, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Tut mir den Gefallen, abonniert den Kanal, damit wir die 1000 Abonnenten-Marke knacken. Und ich verspreche euch, es gibt ein richtig, richtig cooles Gewinnspiel dann. Vielen, vielen Dank, schönen Sonntagabend noch. Bis demnächst. So, dieses Auto kam durch die, nochmal, Quakenbrücke Auto, ah, leck mich am Arsch. Wie heißen die denn, Autozentrum? Ja, bevor ich jetzt, Quaken, ich muss nur kurz was über. Also, da gibt es nicht viel zu übererzählen, ne? Ja, so, und dann könnt ihr so ein Auto fahren mit unter 1 Euro pro Kilometer. Ah, das ist Bullshit. Das ist Bullshit. Könnt ihr so ein Auto günstig fahren? Liked auf Instagram alles bitte. Folgt auf. Ich mach, Junge. Ich mach nochmal.